Ich kenne Pippa Lee schon seit 25 Jahren. Sie ist ein Rätsel, ein Mysterium. Und ich denke, ich werde sie nie wirklich kennenlernen. Ehrlich gesagt, ich hatte genug davon, ein Mysterium zu sein. Ich will, dass man mich kennt. Wie viele Menschen habe ich mehr als nur ein Leben gelebt? Pippa! 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 Ich bin Pippa Lee. Darum müssen wir wohl ganz am Anfang beginnen. Meine Mutter hatte nämlich ein Geheimnis. Ein sündiges kleines Geheimnis. Von einem Moment zum anderen wusste man nie, wer sie gerade sein würde. Ich wusste es vom Tag deiner Geburt an, du bist bösartig! Ich würde niemals zu Weihnachten nach Hause fahren. Und sonst auch nicht. Ich war frei. Ich finde dich außergewöhnlich. Wieso denn? Sie strahlen etwas sehr Liebenswertes aus. Ich glaube, ich gehe in Dots Töpferkurs. Oh, gut. Möchtest du außer der Aprikosenmarmelade noch was anderes vom Markt haben? Pippa Lee, stimmt's? Ich wünschte, ich könnte so entspannt und gut sein wie du. Gut? Ich frage mich, ob ich vielleicht gerade einen versteckten Nervenzusammenbruch habe. Wollen wir eine Spazierfahrt machen? Was ist mit uns passiert? Wir haben früher so viel gelacht. Man kann nicht dauernd lachen. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Sie sind doch sehr glücklich mit all Ihren Angstgefühlen. Ich denke, ich weiß jetzt, was an Ihnen so merkwürdig ist. Sie können nicht lügen. Wer ist dieser Kerl? Das ist mein Freund. Hallo, Ma. Ich weiß nicht, wie meine Geschichte weitergeht. Ich weiß nicht, wer darin vorkommen wird. Ich will sehen, was als nächstes passiert.